Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 auf dem PC hier auf der Obertal. Ja, aber ich würde meinen, bevor wir hier weitermachen mit Dreschen, das was wir gestern gesagt hatten, dann werden wir erstmal die Nacht überspringen, beziehungsweise hier mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt hier vorne beim Feldrain angekommen ist. Die sind ja so schräg, die Feldrain. Und er hat hier schon als den AD-Fahrer. Einer steht jetzt nämlich hier drüben und der andere steht hier im Feld. Ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit zwei Abfahrern, aber mal gucken, ob sie damit klarkommen oder ob es dann hinterher wieder Chaos gibt. Hier wird natürlich immer noch Stroh gesammelt. So richtig vorwärts ist er hier auch nicht gekommen. Den hat man ja sozusagen jetzt auch schon vor zwei Folgen. Boah, da waren wir auf den ersten vorgewendet und so richtig viel weiter ist er noch nicht. Er will ja auch noch 19 Minuten, will er noch Stroh sammeln. Ne? Zwischendurch muss er natürlich auch mal abfahren. Ne? Gut, aber das wollten wir eigentlich gar nicht machen. Wir wollten eigentlich hier hin, damit wir hier die Nacht überspringen. Jetzt haben wir es 22.41 Uhr ingame. Also bis um 6 wären sozusagen 7 Stunden. Nicht ganz, also 7 Stunden 15 Minuten. Also sozusagen 5 Uhr noch was. Ich hoffe, dass es dort nicht mehr dunkel ist dann. Aber das müsste eigentlich mit 6 Stunden Schlafen müsste ja reichen. Mehr gibt es nicht wie 6 Stunden Schlaf. Ja, es ist noch dunkel, aber es wird bald hell. Ach nee, es ist 4 Uhr. Jetzt habe ich mich total vertan. Wir hätten ja 7 Stunden schlafen müssen. Oh, und nun? Nochmal schlafen geht nicht eine Stunde, ne? Können wir uns mal eine Stunde aufs Ohr hauen hier? Oh doch, oder? Ach, ich kann nur 2 einstellen. Nee, das ist 6:45. Das ist mir zu lange. Ah gut, das ist jetzt so. Zu früh aufgestanden. Oder die Nacht war zu kurz, könnte man sagen, ne? Ja, machen wir mal eins. Wir gucken mal. Taschenlampe an, soll ich sehen. Wir gucken erstmal hier, wie es bei den Tieren aussieht. Und zwar halt. Ja. Unten der Schweinestall muss auf alle Fälle sauber gemacht werden. Oben der Schweinestall hat einen Nachwuchs bekommen wahrscheinlich. Der sind auch komplett voll. Ja, ich weiß nicht, ob wir das nicht auch irgendwann sein lassen, mit den Schweinen hin und her fahren und sonst bloß immer große Schweine rausnehmen, dass automatisch Nachwuchs kommt. Könnte man natürlich auch machen. Ne, Nachwuchs ist oben keiner gefahren. Der Schweinestall war ja voll, den hatten wir ja voll gefahren. Aber hier unten müsste man eigentlich auch theoretisch Schweine wegfahren, ne? Weiß gar nicht, wie es bei den Schlachter aussieht. Aber hier ist 148 Kilo, die sind alle drüber. Also alle in den Bereich, wo wir es wegfahren können. Aber wir hatten ja nichts mehr bei den Schlachter reinbekommen, ne? Aber wie viel Ingame-Tage ist das her? Weiß ich nicht. So, Kuhstall muss sauber gemacht werden, Hühner müssen sauber gemacht werden. Und ansonsten würde ich meinen, brauchen nur die Schweineställe Futter. Alles andere sieht ganz gut aus. Ne? Ja, hier oben aber auch nicht. Ich brauche bloß oben der Schweinestall, da passt nicht viel rein. Und hier, ja. Okay, gut, das, Gut, dann fangen wir einfach mal hier an. Aber wir haben einmal bei den Hühnern sauber machen. Müsste ja irgendwo ein Besen da stehen. Da müssten wir eigentlich alles erwischt haben. Ja, es ist so dunkel, dass wir das Tor nicht treffen. So, ja, da vorwärts schlecht funktioniert, wenn wir mal rückwärts gehen.
denke mal, beim Vorwärtslaufen treten wir irgendwie immer vor dem Besen davor und deshalb wird er uns aus der Hand fallen. Oder wir müssen langsam gehen, aber da ist es ja wirklich besser, wir gehen rückwärts. Der Kuh nicht gut, ne, die schläft noch, he? Weil bei fast komplett verdreckt liegt eben doch ein bisschen was da, ne? So, mit offenen Augen. Ja, die musste nicht so zeitig aufstehen wie wir hier. So, und zwar werden wir uns einmal den hier schnappen und schon mal mit Schweinefutter beladen. Wenn welches drin ist, aber drin ist eigentlich welches. Da ist es. So, dann schicken wir ihn ganz einfach mal runter zum Schweinestall. Hofschweine 2 Futter. So, wir werden hier die Abkürzung nehmen, durch unsere Fahrzeuge tappen und hoffentlich hier unten ankommen und vorher noch das Futter wegräumen. Ja, die ersten werden es schon wieder gemerkt haben. Das ist ja der Schweinestall, wo das Futter voll war, ne? Falsche Richtung getappt. Ich wollte dorthin. Dann können wir schon mal einen Abfahrer rausnehmen und schicken mal hoch zum richtigen Schweinestall. Also dort erstmal abladen tut und bei Schweine 3 müssen wir noch abladen. Bevor er aber jetzt hier hinten eine Ehrenrunde dreht, werden wir ihn mal hier rausnehmen. So, wir machen hier die Taschenlampe an, wir werden mal hier gleich einen Hang hochrennen, da sind wir nämlich schon da. Kommen wir hier hoch. Ja, zack, sind wir oben. Schlafen die auch nachts? Nö. Doch, oh. Oh, ich habe es wach gemacht. Einmal mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Mit der bekannten Frage schläfst du noch?
Und theoretisch haben wir ja eigentlich beim Schafen haben wir doch hier, glaube ich, auch einen Besen stehen, ne? Denn ob wir wirklich hier den Mist brauchen, das mag ich mal noch bezweifeln. Weil dann könnte man nämlich hier einmal durchkehren. Wenn wir nicht vorher wieder den Besen wegschmeißen. Können wir gleich als Drohung hier auf dem Ding stehen lassen? Ja, wir könnten den eigentlich hier drin hinstellen, oder? Da steht doch auch schon einer, aber den können wir nicht nehmen, der dort steht, der Besen. Und bei euch wird auch nicht geschlafen hier. So, wie wir hören, unser Trecker kommt und will hier Schweinefutter bringen. So, dann können wir nämlich hier den Abfahrer weiterschicken zum Schweinestall 3 und dort Futter ausladen. Zehntausend sind noch drin. Ja, die werden jetzt nicht ganz reichen, um Schweine 3 Futter. Aber erstmal besser wie gar nichts. So, und wir werden uns dort oben den, ja, hier muss es sein, den hier organisieren. Den hier schon mal sauber machen. Und dann werden wir den Abfahrer runterschicken zu Schweine 2, dass wir dort den Rest einladen können, der noch so rumliegt auf dem Futtertrigger. Ich meine, das Schweinefutter, was jetzt hier draußen liegt, das geht natürlich auch alles rein wieder. So, wenn wir schon mal hier sind, oh, es wird hell. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir ja schon ewig nicht mehr hingeguckt. Also ewig, glaube ich, den letzten Ingame-Tag nicht. Aber hier ist noch alles gut beieinander. 93 Rinder wurden schon produziert oder gezüchtet, besser gesagt. Und natürlich haben wir ja 140.000 Liter Milch am Start. Das ist natürlich besonders gut. Das ist nicht schlecht. Und Rohstoffe sieht es soweit erstmal ganz gut aus. Weiß nicht, ob wir die 39 Rinder einmal komplett rüber umverlagern als Rohstoff, da haben wir dann ewig Ruhe. Oder ob wir die im Kuhstall schaffen und kaufen uns unten mal Rinder, weil eine Sorte kam da relativ wenig, die wir da genommen haben. So, hier kommt unser Abfahrer. Können schon mal einsteigen, dann machen wir was ganz anderes. Das haben wir überhaupt noch nicht gemacht heute. Hat sich hier was getan? Nee. Und ich vermute mal, es wird sich erst was am nächsten Ingame-Tag tun. Dass wir immer bloß zum ja, eigentlich haben wir aber hier sauber gemacht. Na gut, das wird noch synchronisieren müssen. Dass wir erst sozusagen am morgen Donnerstag dann Wachstum kriegen.
Dann ist natürlich Donnerstag ein bisschen Regen, aber Freitag sieht es gut aus, ne? So, wie viel ist jetzt hier reingekommen? Naja, das reicht noch nicht. Also hier muss nochmal eine Ladung Schweinefutter rein, aber wir schicken ihn jetzt erstmal runter zu Schweine 2, dass wir dort den Trigger sauber machen können. So, ansonsten, wie gesagt, ist das alles soweit hier oben, ist klar, da kommt noch Futter hin. Ansonsten ist das die Hühner schon wieder plus 73% sauber. Nee, das kann nicht sein. Aber möglich ist das schon, dass bei den Hühnern eben, wie gesagt, wahrscheinlich können wir zu den Hühnerstallen nicht hin? Doch, jetzt hier. Ne, es liegt einfach schon wieder was da. Tja, ja. Vielleicht kann ich den ganzen Tag hier mit dem Besen rumrennen. Naja, machen wir das erstmal nochmal. Hier weg. So, ein Drescher meldet sich schon wieder, dass er voll ist. Und zwar ist das ein Drescher, wo Gerste gedroschen wird. Das muss dann der hier sein. Er hatte schon zwei Abfahrer und es klappt trotzdem nicht, oder was? Der eine ist wahrscheinlich gerade leerfahren. Genau, hier unten ist der Axion. Der ist beim Außenlager 4. Der leert aus. Jetzt kommt der John Deere rüber. Hier scheint es jetzt aber so einigermaßen zu klappen, ne? So, was wir aber noch machen, bevor wir selber weiter dreschen, haben wir auch schon ordentlich was geschafft hier, ne? Unser Abfahrer ist auch wieder da. Bevor wir selber weiter dreschen, gucken wir hier nochmal in die Bäckerei, dorthin. Zack. Da steht nämlich noch einer, will eigentlich Brötchen laden. Muss ich bloß mal jetzt gucken, weil das interessiert mich jetzt eigentlich mal. Okay, also bei mir sind es Brötchen, aber man könnte auch sagen, der Punkt heißt Semmeln beladen. Okay. Denn die Brötchen könnten ja auch Semmeln heißen, das kommt nur darauf an, wo der Bäcker wohnt, ne? War jetzt ganz schön eng dort, ne? So, wo fahren wir jetzt mit den Semmeln hin? Da müssen wir erstmal gucken, wo wir das meiste Geld kriegen. Halt, muss weiter vorne sein. Na, ist schon übersehen. Ne, da sind sie. Und zwar Feriendorf, zwar fallender Preis. Da fahren wir gleich, wir fahren gleich zu Aldi. Gibt's jetzt frische Brötchen bei Aldi. Denn bevor wir wieder an den Fahrer denken, da ist der Preis vom Feriendorf vielleicht sonst wohin gefallen. Hang runtergefallen oder so. So, jetzt sollte eigentlich unser Abfahrer hier unten angekommen sein. So ist es. Nochmal ein Stück vorfahren.
Weil einfach bloß auf die Erde schütten wollte ich es jetzt ja nicht. Ich meine, klar hätte man es in dem Moment wieder reinkratzen können, wenn wir hier entsprechend. Oh, kommen wir da überhaupt herein, den Hänger? Naja, gerade so. Wenn bei den Tieren wieder Bedarf ist an Futter. Dann haben wir aber die Folge eben gar nicht weiter getroschen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir noch was schaffen beim Dreschen, aber. Also wir selber, die Helfer sind schon ein bisschen noch gefahren. Da fällt mir eigentlich auf, ist nicht zu nass gewesen, ne? Das ist mir vorhin gar nicht, wo wir die Nacht übersprungen hatten, so oft gefallen. Aber ist auch gut so, ne? Weil ich denke mal, dass wir dann morgen sozusagen am, muss ich selber erstmal gucken, am Montag sozusagen dann ja mit Zeiteinstellung 1 weitermachen. Wir lassen es erstmal hier noch ein bisschen hell werden, dass es ordentlich hell ist. Und falsche Richtung. Denke ich mal, dass wir dann mit Zeit 1 weiterspielen. Denn den hier werden wir jetzt noch unter das Silo fahren. Hier ist irgendwas mit der Textur von den Schweinestallen nicht so in Ordnung. Wir werden uns jetzt hier noch Schweinefutter holen. Und ihn dann nochmal hochfahren lassen zu Schweine 3. Was wir natürlich noch machen, wir müssen gucken, worum produziert wurde. Denn Rum werden wir ja dann brauchen. Wenn es kälter wird, wenn der Winter kommt, müssen wir Grog trinken. Ne? So, wir fahren hier gleich mal über einen Hotelparkplatz. So, wie gesagt, da geht es jetzt hier zu Schweine 3 Futter ausladen. Das wird er machen. Da ist dort erstmal alles versorgt. Können wir mal kurz gucken hier. Unten ist sauber. Ja, hier Wasser passt was rein. Da wird er was abkriegen. Wenn nicht, müssen wir mit dem großen Wasserträger hier nochmal fahren. Stroh werden sie auch kriegen. Oben muss nochmal Futter rein und Pferde sind rundum versorgt. Ne? So, dann gucken wir hier nochmal in die Brennerei. Oh. Jede Menge rum. Das ist nicht schlecht. Weil was wir natürlich machen könnten, oder schicken wir, nee, wir schicken hier noch keinen her. Wie sieht es hier jetzt aus mit dem Verbrauch? Zuckerrohr. Ja, es wird schon gut verbraucht. Ich denke mal, zwei Ladungen 90.000 werden hergekommen sein, oder? Haben aber dafür auch schon 35.000 Liter rum. 35.000 Liter. Das reicht mehr wie für einen Winter. So, aber wir können heute hier auch mal noch 5 Minuten Drescher fahren, ne? Dass wir wenigstens noch mal einen Drescher hier voll kriegen. Klar hätte man hier mit Standardhelfer weiterfahren lassen können, aber wieso bewegt er sich jetzt? Aber das kann schon sein. Ich habe jetzt wieder ein Tempomat reingetan. Wahrscheinlich reagiert er auf
Den Knopf, wo ich dann... Der Helfer ist ja nicht drin. Ich kann ja selber lenken. Mal gucken, ob er herkommt zum Abbunkern. Ja, hält jetzt wieder an. Rufen wir nochmal, fährt er sofort weiter. Er fährt jetzt theoretisch bis zu dem Punkt, wo wir da hinten gerufen haben. Er wird nicht uns folgen, denke ich mal. Ja, wie es dort aussieht, ist dann Feld 29 und der erste Teil da drüben gleich geschafft. Ja, Sascha wird noch so zweimal hin und her müssen, das kurze Stück dort, ne? So, der wird jetzt hier hinten stehen, ne? Ne, noch kommt er uns hinterher gefahren, okay. Jetzt kommt uns irgendwie nicht mehr hinterher. Und jetzt habe ich hier wieder Standardhelfer eingestellt. Auf Ruf warten. Ich habe gerade gerufen. Okay, es kommt der Gefahren. Dann müsste er uns ja abbunkern. Wow, und hier hinten ist auch gerade der Treasure voll auf der vorletzten Bahn. Und wie ist das jetzt hier auf der 41? Den haben wir jetzt nicht mehr so oft stehen sehen. Ne? Also wahrscheinlich klappt es dann doch hier mit zwei Abfahrern so ein bisschen besser. Obwohl es jetzt hier, wo er nicht mehr Vorgewende macht, wo so der Abfahrer so weit hinterher eiern muss, das war wahrscheinlich auch besser geworden ist. Ne? Aber wenn wir mal gucken bei den Treschern, er will noch 3 Stunden hier dreschen auf dem Feld. 3 Stunden 37 Minuten. Das heißt sozusagen, das sind noch über 7 Folgen. Also wir würden sozusagen in der nächsten Woche, weil es ist ja Sonntag, ne? Ist nächste Woche Sonntag mit dem Feld immer noch nicht fertig. Katastrophe. Aber ich denke mal, das liegt dann wirklich an der Größe des Feldes dann mittlerweile. Ich meine, das Feld ist auch nicht klein, ne? Aber wie gesagt, wir werden dann ab morgen definitiv mit Zeiteinstellung 1 spielen. Wie lange will er hier noch machen? Machen wir das noch fertig heute hier? Da wäre da eigentlich noch ein schöner Abschluss hier zum Sonntag, ne? Nehmen wir ganz einfach hier mal den Abfahrer raus. Waren hier mal wirklich die letzten, wenn ich eine Kamera gedreht kriege, die letzten 3 Meter selber. Weiß nicht, wo er hin will. Er will abbunkern fahren, also leer machen fahren. Er fährt dann nochmal in der Raffinerie, so wie es aussieht.
Denn eigentlich sind wir ja schon mit der Folge wieder viel zu lange, also viel zu lange nicht, aber schon wieder länger unterwegs wie gedacht. Aber das machen wir selber noch fertig. So, Terratos steckt im Verkehr fest. Was machen die denn zwei dort? Tja, unsere anderen zwei Trasher sind auch voll. Gerste wird abgebunkert, wie man oben links sieht, wenn man es erkennen kann. Kann man es jetzt erkennen, ja. Leicht leer. Weizen wird noch nicht abgebunkert, aber theoretisch war doch dort ein Abfahrer da. Ja, kann ich nichts erkennen. So, und er kommt dann sozusagen... Ja, Feld 39 oder 44, ne? Dort müssten wir, da haben wir doch auch noch Raps. Aber die 9000 Liter, die hier drin sind, die werden wir ganz einfach hier drüben, der auf 29a steht, mal ganz einfach dort mit rein bunkern. Zeit stellen wir schon mal auf 1, damit wir das, wenn wir dann in die Montagsfolge starten, hier auf keinen Fall vergessen, weil das werden wir jetzt alles auf 1 spielen, die Felder, dass wir die noch abernten. Und er wird hier überladen, dann fährt er zum nächsten Rapsfeld und dann werden wir Montag weitermachen. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten, allen natürlich noch einen schönen Sonntag, dann vielleicht bis Montag, 13 Uhr geht's hier weiter, bis dahin und tschüss.